Yoi, meine lieben Bros. Es ist wieder mal Zeit für eine Top-Liste und dieses Mal ein Genre, was ich liebe. Mit dem Genre habe ich angefangen bei Anime und mit diesem Genre wird es hoffentlich auch aufhören, wenn ich vor meinem Sterbebett liege und kurz vorm Tod bin. Aber heute gibt es erstmal 10 richtig nice Anime-Empfehlungen. Seid ihr bereit? Ich bin es. Also, let's go! Yoi! Die Ausgangssituation des Anime Monster ist einfach genial und startet sofort mit einer Zwickmühle. So beginnt die Serie 1986 in Deutschland. Ja, Deutschland! Also 3 Jahre vor dem Mauerfall und erzählt die Geschichte des japanischen Arztes Dr. Tenma. Dieser muss eines Tages eine schwere Entscheidung treffen. Operiert er einen Jungen oder doch eher einen bekannten Politiker? Obwohl die Rettung des Politikers ihm sicherlich mehr Ruhm und Reichtum eingebracht hätte, entscheidet er sich für das Kind, der dieses zuerst in die Notaufnahme kam. Diese folgenschwere Entscheidung kostet ihm jedoch nicht nur seine Karriere, sondern es stellt sich Jahre später raus, dass sich dieser Junge in einen Serienkiller verwandelt. Zerfressen von Selbstzweifeln und Schuldgefühlen, nimmt er die Verantwortung auf sich und will den nun erwachsenen jungen Mann fassen. Es entsteht eine spannende Geschichte, die aber auch die menschliche Ebene nicht vergisst und somit auch mal zwischendurch ruhigere Folgen hat. Der Serienkiller Johann geht jedoch auch in diesen Episoden unserem Protagonisten nicht mehr aus dem Kopf und ist neben Makishima aus Psycho Pass wohl einer der besten Antagonisten dieses Mediums. Kaiji Ultimate Survivor geht einem wirklich an die Nieren. So ist dieser Anime die ernsthafte und extrem brutale Version des Glücksspiel-Animes Kakegurui. Mary, du wirst doch bald bezahlen, oder? Alles beginnt, als unser Hauptcharakter für einen Bekannten bei den falschen Leuten einen Kredit aufnimmt und dieser ihn dann nicht mehr zurückzahlen kann. Der Schuldenberg ist durch die immensen Zinsen so extrem angewachsen, dass er 11 Jahre lang arbeiten müsste, um dies wieder zurückzuzahlen. Oder? Es gibt immer dieses Oder. Oder er spielt bei einem Spiel mit, nein, nicht Yu-Gi-Oh! Und auch nicht Saw, bei dem ihm alle Schulden gestrichen werden können. Was er nicht weiß, ist, dass bei diesen Spielen nicht nur sein Kontostand auf dem Spiel steht. Es beginnen Wettkämpfe, welche so spannend und emotional sind, dass man manchmal gar nicht mehr richtig hinschauen will, ich bin ganz ehrlich. Die Einsätze sind immer hoch, wird er es also am Ende heile rausschaffen? Schaut's euch an! Welcome to the NHK! Erzählt die Story von Tatsuhiro Sato, welcher schon seit 4 Jahren als Hikikomori lebt. Also seine kleine Wohnung fast gar nicht verlässt und auch arbeitslos ist. Im Prinzip ich. Als plötzlich ein Mädchen vorbeikommt und ihn in diesem Zustand sieht, entschließt sie sich, Sato aus diesem Dasein zu befreien. Welcome to the NHK ist eine bitterböse Satire, welche von dem besonders in Japan aufkommenden Hikikomori-Phänomen berichtet. So drückt dieser Anime in manchen Szenen so sehr auf die Wunde der sozialen Unsicherheit, dass man schon fast ausschreien will, weil es so sehr mein Leben ist. Für manche vielleicht sogar einer dieser Serien, welche einen auf eine persönliche Ebene wirklich berühren und dabei helfen kann, über seine eigene Situation besser zu reflektieren. Was würdest du tun, wenn du in Tokio wärst und plötzlich bebt die Erde? In Tokio Magnitude 8.0 geschieht genau das. Tokio wird von einem sehr starken Erdbeben getroffen, was sogar den Tokyo Tower zum Einsturz bringt. 2 Geschwister versuchen zusammen in dem dadurch entstehenden Chaos mit einer anderen Frau namens Mari ihren Weg nach Hause anzutreten. Es beginnt eine Odyssee, die gerade im Hinblick auf das häufig von Erdbeben erschütterte Land Japan einem schnell sehr nahe gehen kann. Es ist eine Geschichte, die wirklich so passieren könnte. Oder vielleicht sogar mal so passiert ist. Und genau das macht sie so herzzerreißend. Death Parade, animiert von Studio Madhouse, handelt von einer Bar im Jenseits, in der entschieden wird, wer in die Hölle oder in den Himmel kommt. So kommen immer 2 Leute in die Bar und müssen in einem Death Game. Genauso wie ich gegen meinen Papa bei Twister, wenn wir uns gegenseitig strecken und über unsere Gelenke fassen. Das ist echt traurig. Dieses ist so gestaltet, dass es ihre versteckten Gefühle und Gedanken hervorbringen soll, damit man diese beurteilen kann. Der Clou ist, dass die Bargäste zu Anfang gar nicht wissen, dass sie schon tot sind. Nach jeder Folge wird dann entschieden, wohin die beiden jeweils kommen. Die Konstanten in dieser episodisch aufgebauten Serie sind die Richter, welche eben das Urteil über die Gäste fällen. Aber liegen Sie mit Ihrer Entscheidung immer richtig? Bitte kommen Sie doch herein. Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie im Quindecim.
Neon Genesis Evangelion ist Bens Lieblingsanime und ist ein Psychodrama, wie es im Buche steht. Unser 14-jähriger Protagonist Shinichi ist einer der Auserwählten und muss in einem riesigen Mecha-Anime gegen die menschenfeindlichen Engel kämpfen, welche regelmäßig auf die Erde kommen. Ja, leider sind das keine hübschen, coolen Engel, sondern sind das doofe Engel. Ja, so ganz doofe Engel. Dass jedoch die Verantwortung für die ganze Menschheit zu schwer ist, wird dem Zuschauer mit dem Fortlaufen der Serie immer mehr bewusst. Mit der Zeit beginnt sich nämlich die Spirale aus Selbstzweifel, Angst und Depression zu drehen und stürzt Shinichi in mentale Abgründe. Aus dem Action-Mecha-Anime wird eine grandiose Psychodrama-Serie, bei dem man wir als Zuschauer sogar ins Gehirn und in die schrecklichen Gedanken des Protagonisten Einblick erhalten. Mehr Psychodrama geht wirklich nicht und bald sogar auf Netflix. Serial Experiments Lane ist einer dieser Kultklassiker, die man einfach gesehen haben muss. Der 1998 erschienene Anime beginnt mit dem Selbstmord einer Mitschülerin, welche jedoch nach ihrem Tod an alle Klassenkameraden eine E-Mail verschickt. In dieser steht, dass jemand bitte ihren Verlauf löschen soll. Nein, das würde in meiner E-Mail stehen. In der E-Mail steht, dass ihr Körper zwar tot sei, aber ihre Seele im Netz weiterleben würde. Mann, ist das creepy. Die einsame und schüchterne Lane, welche auch die Mail erhalten hat, taucht daraufhin in das damals noch weitgehend unbekannte Internet ab und wird von diesem regelrecht verschlungen. Es entwickelt sich eine Geschichte, bei der man schnell nicht mehr zwischen scheinbarer Illusion und Realität unterscheiden kann, welche somit das Gefühl von vielen Leuten repräsentiert, der Unwille zwischen dem Internet und der realen Welt zu unterscheiden. Present Day. Present Time. Ein Thema, welches in Zeiten von Cybermobbing und der Verharmlosung von diesem aktueller denn je ist. Und eine Empfehlung von mir. Aoibungaku Series ist ein ganz besonderer Anime, denn er adaptiert alte, aber sehr populäre japanische Bücher. Und ich muss gestehen, er ist einer meiner absoluten Lieblinge. Boah, hab ich diesen Anime geliebt. In einer Nacht durchgesuchtet, so geil gemacht. Und besonders die erste Geschichte, No Longer Human, welche über 4 Folgen erzählt wird, ist wohl eines der besten Psychodrama, die es gibt. So enthält dieses autobiografische Elemente des Schriftstellers, welcher sich kurz nach der Veröffentlichung des letzten Teils umbrachte. Es erzählt die Geschichte von Oba Yosu, welcher sich sein Leben lang hinter der Fassade der vorgespielten Heiterkeit versteckt. Doch dies soll nun ein Ende haben und er bereitet seinen Selbstmord vor. Es ist der Anfang einer der wohl realistischsten Psychodramen, die es in der Anime-Story gibt. Und somit auf jeden Fall einen Blick wert. ReZero ist wohl neben Overlord und SAO der bekannteste Isekai-Anime und das zu Recht, denn dieser ist auch ein wirklich nervenaufreibendes Psychodrama-Erlebnis. So ist der Anime deutlich mehr als nur der Waifu-War zwischen Remram und Emilia. Er erzählt nämlich auch die Geschichte von Subaru, welcher plötzlich in eine andere Welt teleportiert wird und sich dort erstmal zurechtfinden muss. Das Besondere an der Serie ist, dass er als Protagonist nicht ultra stark ist und deswegen auch ziemlich schnell stirbt. Jedoch wacht er dann plötzlich wieder am Anfang des Tages auf und erhält einen neuen Versuch. Und so beginnt der mühselige und steinige Weg von Subaru, welcher auch manchmal in pure Verzweiflung verfällt. Wird er diesem Schicksal irgendwann entfliehen können oder vorher dran zugrunde gehen? Findet es heraus. Schaut euch an. Boku no Hero ist einer dieser Anime, die leider über die Jahre in Vergessenheit geraten sind. So handelt dieser von einer Gruppe von Jugendlichen, welche eines Tages eine mysteriöse Höhle finden. In dieser finden sie technische Geräte und einen Mann, welcher sie zu einem Spiel einlädt. Ein Spiel, wo man als Roboter gegen Aliens kämpfen soll. Was sie jedoch nicht wissen ist, dass dieses Game alles andere als virtuell ist und es reale Konsequenzen gibt. Ushiro, temei ni hikitsugi o yarasete yaru. Boku Rano ist ein Anime voller Twists und Turns und schafft es auch, durch diese ziemlich interessante psychologische Zwickmühlen entstehen zu lassen. Die will ich hier natürlich nicht spoilern, da müsst ihr euch schon den Anime selbst anschauen. Was sind eure Lieblingspsychodramen? Schreibt es mir in die Kommentare und schaut bei Ben Anime vorbei, der euch noch 5 weitere richtig gute Psychological Anime vorstellt. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Passt auf eure Notchinchen auf. Bis denne und yaoi!